Super Elastic Tire, also super elastische Reifen, so heißt die neue unvorstellbare Erfindung der NASA. Eigentlich ging es nur um einen neuen Reifen für einen zukünftigen Mars Rover. Ihr Ergebnis ist aber tatsächlich eine super Alternative zum Luftreifen für Autos, LKW, Flugzeuge und so weiter. Für uns alle, die massenhaft Vorteile mit sich bringt. Welche genau und in welchen Bereichen das neue Rad auch hier auf der Erde schon bald eingesetzt werden könnte, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ein Forschungsteam vom Glenn Research Center, das der NASA angehört, hat jetzt tatsächlich eine Redewendung wahr werden lassen. Ihre Erfindung, ein Rad aus einem Drahtgeflecht, das im ersten Moment vielleicht an die Kettenrüstung aus dem Mittelalter erinnert. Und das hält extreme Belastungen aus, also genau richtig für den Einsatz im Weltraum. Denn das Terrain dort ist schwierig und das wissen auch die Ingenieure und Ingenieurinnen, die die entsprechenden Fahrzeuge immer weiter optimieren wollen. Doch dieser Schritt ist wirklich sagenhaft, denn der Super Elastic Tire ist zum einen fast unvorstellbar pannensicher. Verantwortlich dafür ist die neuartige Verwendung von sogenannten Formgedächtnislegierungen. Vielleicht habt ihr das mal in eurem Chemieunterricht mitbekommen. Formgedächtnislegierungen können unter gewissen Umständen nach einer Verformung wieder ihre ursprüngliche Gestalt annehmen. Und das birgt enormes Potenzial, das beispielsweise schon seit längerer Zeit in der Medizintechnik genutzt wird. Adern werden durch Stents, also kleine Röhrchen, stabilisiert. Diese und weitere Vorteile hat sich jetzt auch die NASA zunutze gemacht. Der Super Elastic Tire besteht im Detail aus einem nachgiebigen Reifen, der nicht pneumatisch ist, also nicht luftgefüllt, nicht aufgepumpt wird. Tragende Komponente stellt ein Geflecht aus einer Nickel-Titan-Legierung dar. Dadurch wird er tatsächlich super elastisch. Er kann damit eine Dehnung von bis zu 10% unbeschadet überstehen. Zum Vergleich, elastische Materialien wie Federstähle halten Dehnung in der Größenordnung von maximal 0,5% aus, bevor sie nachgeben. Dadurch bedingt wären bei Offroad-Bedingungen tatsächlich auch erhöhte Fahrgeschwindigkeiten, weil es für diese Reifen ja quasi keinen Widerstand gibt, möglich und sie können sich an fast alles anpassen. Das heißt, ein Feldweg wird quasi zur Autobahn. Zitat, diese Technologie kommt selbst mit hohen Belastungen und übermäßigen Verformungen klar. Das schreibt die NASA auf ihrer Webseite. Und es gibt noch weitere Vorteile. Die Tragfähigkeit der Reifen wird erhöht und es wird kein innerer Rahmen gebraucht. Das heißt, die Reifen bzw. Radanordnung ist also in ihrem Aufbau sehr vereinfacht. Zudem sei auch die Traktion, also die Kraftübertragung des Reifen auf die Straße, den herkömmlichen Luftreifen gleichzusetzen oder sogar überlegen. Die NASA bewirbt den Super Elastic Tire mit den folgenden Begriffen: sicher, stark, robust, einfach, vielseitig und leicht. Und ihr könnt es euch denken, Anwendungen für diese Erfindung gibt es massenhaft. Gelände, Militär, Baufahrzeuge könnten davon profitieren. Die NASA denkt aber auch schon an den Einsatz bei Flugzeugen und eben herkömmlichen Autos nach. Und wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, die ich in Zukunft darüber machen werde, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, mit Tempo 200 unterirdisch durch die Stadt. Sehr spannendes Video. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.